Nö, ja. Das ist eine Illaoi Toplane Team of Support. Ja, das ist jetzt aber blöd. Der Varus ist Bronze 5 und der Akali ist Gold 1. Was, der Varus ist Bronze 5? Ja. Zieh mal da den Teemo. Ja, ist egal, wen du von denen ziehst. Die müssen instant flashen. Riot macht es mit Absicht. Bestimmt denken die jetzt, machen wir nochmal einfachere Gegner und nachher wieder im letzten Spiel richtigen Gold-5er-Typen nur. Irgendwie fand ich das alte Elo-System besser mit den einfach, mit den Beispiel, wo du mit 1200 startest und einfach immer auf- oder absteigst. Ja. Statt da jetzt mit Promos rumzumachen. Zum Beispiel, jetzt hast du 4 Spiele quasi, wenn du gewinnst, zwei gewinnst, zwei verlierst und dann hängt es am letzten und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Ja, gut, aber das mit den Promos hattest du ja vorher auch schon. Ja, schon, aber trotzdem mit Punkten fand ich doch ein bisschen einfacher irgendwie. Oder hat mir mehr zugesagt. Riot Blitzcrank, nee. Ich hoffe echt, dass du ein paar gute Craps machst. Immer. Weil das würde schon extrem helfen da unten. Vor allem der Teemo, der geht halt relativ fix down. Was sind die anderen so von den Ranks? Teemo ist gar keins. Varus Bronze 5, Syndra Silber 3, Eloi Silber 3, Akali Gold 1. Ach, Akali ist Jungle. Yes, er ist. Hey, Teemo ist Teemo, man. Ja, ich glaube, die Botlane, die fällt echt mit den Hooks, würde ich sagen. So, wenn das irgendwie nicht klappt, dann haben wir ein Problem. Alles klappt. Ich kenn doch Kevin. Hey. Der geborene Blitzcrank. Übel. Kevin, der neue Support. Dachte ich gerade, die Syndra hat mit 35 AP schon viel, aber dann kommt der ASM mit 40. Ey, ich habe jetzt schon Goldvorteil. Ja, nice. 5 Gold, oh, ich habe einen Goldvorteil. Hey, das Varus. Mal gucken, ob ich ihn gleich sehen kann. Nein! Teemo ist hier unsichtbar. Er spielt Feinde Teemo now in Ranked. Die muss ja immer noch unsichtbar rum. Wie gesagt, er spielt Feinde Teemo noch mehr. Ich glaube, ich habe hier komplett durchgeschossen gerade. Ja, ich glaube nicht. Ah, oh, verdammt. Laufe. Ja, warum? Ach, das deckt's gar nicht auf. Wenn man da durchschießt. Ja, das hätte ich mal wissen sollen.
Toll. Wow, meine W hat gerade einen Minion gefokust. Nice. Halt nach geschissen. Na, wie kann man Timo denn mittlerweile noch aufdecken überhaupt? Ja. Sunfire Cap ist auch intelligent gegen den. Zum Aufdecken. Ich kann ja da nichts machen. Ich kann auch nicht hucken. Ja, geil. Ja, das ist halt super, sowas. Den konnte man doch früher immer trotzdem noch hucken, alles. Wenn man getroffen hat, hat man ihn halt getroffen. Eigentlich könnt ihr den auch noch hucken, wenn uns Spaß. Nein. Ich habe jetzt durch den Busch gehuckt, dass nichts passiert. Ja, wir haben das jetzt in diesem Fantasy Thema ausprobiert. Du kannst den noch hucken. Weil Thema kann sich ja im Busch bewegen, wenn er unsichtbar ist. Ach so? Na, und er ist immer noch unsichtbar. Ja. Oh Mann. Nervig ist denn das dann jetzt? Das war nämlich schon auf eine gescheite Bot. Das war auch damals schon so. Nee, früher konntest du dich nie im Busch bewegen. Sobald ich bewegt hast, ist er aufgedeckt worden. Ja, ist halt aufgedeckt worden. Ich ja auch keine Wards mehr in den Busch stellen, wenn es eh nichts bringt. Ja, das bringt gar nichts. Ich dachte, das bringt was. Meinst du ja vorher auch eingestellt? Ja, der steht halt immer noch im Busch und wartet halt, bis du da dran vorbeiläufst. So lange, bis wir so weit vorgepusht haben. Das ist ja richtig dumm. Ja, aber warte, vielleicht kommt gleich der Lee Sin. Ich kaufe nachher ein Aufdeck-Ward. Ist okay, das stellen wir einfach in den Busch. Dann passt es. Der kommt halt gleich. Oh, da steht die Akali auch. Hä? Wie kann sich der Timo von hier bis dahin sporten? Er kann sich ja unsichtbar bewegen. Wenn er kurz aus dem Gebüsch raustritt, ist er noch ein bisschen unsichtbar. Und es kann sein, dass die Ride da ein bisschen wackelt. Achtung! Oh. Ja, sorry. Hui! Egal. 2 Kills. Ja, guck dich. Ach, beide, ach, fuck. Na, sorry. Oh, fuck, die Level 6er. Einer gestorben. Die war Level 6 auf einmal. Ab! Fuck. Ah, okay, wieder. Nein, das wird echt nicht mehr geil. Timo 84 AP. Achtung, die Akali ist bei uns im Jungle. Na gut. Oh, was springt da rein? Jetzt habe ich vergessen, das rote Ward-Item zu kaufen. Alles gut. Ich weiß halt auch nie, wo der Timo ist, das ist das Problem. Ja. Und scrap halt echt mal den Varus und wir laufen dann danach weg. Wäre egal, so gesehen. Versuchen kannst du ja wenigstens, Kevin. Ja. Der Lee kommt gleich wieder.
Boom, läuft. So geht es doch. Ja. Mensch, ist auch bald 6, der Typ. Na gut, wir dürfen halt nicht mehr in den Busch laufen, aber sonst. Easy. Das ist wieder je, sagt er. Nein! War das nicht so worth? Nee, das war überhaupt nicht worth. Ich habe auch leider den Timo nicht getroffen mit dem Hochhauen. Ja, weiß. Gesehen. Na, nice, und so Junglers weg. Ach, deswegen. Okay. Ja, aber jetzt, der ist ja gerade erst zurückgegangen. Ja gut, aber du kannst vielleicht ja schon manchmal früher raus und dann lagst du und dann... Ja, okay, das stimmt. Sorry, eine Weile bist du raus, bis das Spiel anzeigt. Ja, das hat ja auch 2 Kills, fuck. Ja, ich krieg den, kein Thema. Du den huckst und nur, selbst wenn wir nur auf halbe Leben runterkriegen, dann musst du das so passiv spielen. Oh, und Red Buff hat er. Scheiß Timo-Ding vergessen. Ja, das macht nichts, sei schon in den Krebs, alles gut. Ups, ups. Hab jetzt aus Versehen gedrückt. Wow. Achtung, da kommt die Arkaden. Kannst du einen Tau? Ne? Schade. Also, oh nein, da kommt die Akali. Boom, boom, boom. Müssen wir nur safe aufpassen. Achso, Akali. Alter, kommst du noch mal. Lauf nicht in den Busch. Nicht in den Busch. Oh. Na, bitte. Schön, Kevin. Schön. Ja, das ist nicht im Busch. Ja, ich wollte wegen den Timo-Pilzen. Keine Sicht, ja, aber das war mir dann auch klar. Ah, war schon okay. Dann noch ein Kill gekriegt. 1-1, oder? Oh. Und wenn wir den Varus davor noch zählen, sogar 2-1, also. No. Aber es ist nicht sehr schön, wie jedes Mal, wenn du crabst, musst du ein Minimum zurück.
vergesse immer das dumme Item für Tina. Ja, ich auch gerade. Hey. Oh, Akali im Jungle. Oh, Mann. Nein. Na, der läuft halt auch in die falsche Richtung. Da wollte sie dumm rumtanzen. Ja, die wollte ja halt ausweichen. Bitch. Jetzt kommen wir von der Seite auf den Timo. So, wenn da keine Dinge stehen. Na, ja, jetzt ist er wieder unsichtbar, das. Ja. Hast du deine Ulti noch? Dann mach's jetzt die. Nee. Ja, was bringt mir das? Dann deckt sie ihn vielleicht auf. Deckt nee, der ist ja, guck mal, der ist ja wieder durchgelaufen. Der kann unsichtbar hier auch durchlaufen. Ja, aber wenn man ihn mit Spells trifft. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich nicht mal ansatzweise weiß, wo er ist. Er kann ja hier unsichtbar die ganze Zeit hin und her laufen. Das stimmt, ja. Das ist halt komplett random. Nein! Oh, die war in der Ult von mir. Oh, das war so close. Also ich glaube, bald muss ich back. Ja, in 17 Sekunden hätte ich Ulti. Ich kann es dann nochmal einkrabben. Nö, jetzt muss ich weg. Ja, ich bleib. Solange du nicht stirbst mit seiner Ulti und... Die denken noch, du wärst da. Kickst du doch weg, Lisin. Nein! Wieso geht jetzt wieder rein? Yes! Power of Blitzcrank! Der Varus, der kommt von Bot. Ja, ist mir egal. Ich bin weg. Das Killer Blitzcrank, Alter. Sie getowerlived. No.
Ja, was machen die jetzt da oben wieder? Das Game läuft aber wieder gut. Würde ich sagen. Was macht ihr denn da? Wenn du da deine Ulti hinschießt, zur Akali, die ist tot. Ich hab keine Ulti. Warte. Blau ist ein bisschen. Oh, 140 AP gibt's hier nicht. Ich komm Richtung Midline. Aber meins, Blau ist top. Ja, Full Engage ist doch gerne drauf. Wir sind dran, ich bin nicht mit. Ciao. Schön, okay. Kill. Die Ult von Rowie ist schon mal raus. Boom. Harry blitz hart. Alter, er hat schon so viel Kills wie ich. Och nee. Bin auch da. Wo ist denn der? Ja, warum, wo ist denn der? Ah. Gut, dass ich da nicht reingelaufen bin. So. Ja gut. Ja, wir sind beide ein bisschen fett. Jetzt steht der Team halt im Busch und kann nichts dagegen machen. Jetzt schon wieder Ult haben. The fuck? Was ist der Ult Cooldown von Lelaui bitte? Eine Minute oder so. Ja, wow, GG. Das ist halt dumm. Stell dich weiter links zu mir. Na, ja. Ah, schade. Okay, auf der kommt, dann hätten wir einen Gold. Naja. Oh, der ist dumm. Alter. Hä? Der hat meine Länge für dich jetzt. Nice. Nein! Geh. Yeah. Okay. Hä, ja, war der jetzt auch unsichtbar oder was? Nee, Ulti und dann. Ja. Wir hatten keine Sicht. Ich war ja im Busch drin. Nee, kurz vorm Busch. Aber ich geh back, ja, wie kein Mann mehr. Okay. Ja, auch 2000 Gold. Naja, das ist eine Botlane, Marvin, oder? Ja. Wobei ich selber finde Ezreal jetzt gerade immer noch nicht so stark. Also trotz den Items, aber ich hänge bei 230 Ali. Das finde ich jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also, ja, du musst halt so überlegen, er macht ja nicht durch Auto-Attacks, er macht ja, halt einfach, schon, hat halt ein ziemliches Scaling drauf. Und dann noch AP dazu. Oh, was geht da in der Mitte ab? Uiuiui. Kevin, du bist ganz allein. Nein, das sind alle.
Ich hab's halt in letzter Zeit zu fischen, also. Achtung, hinter euch ist ja noch Timo. Ich hab Full Life. Sag's dir nur. Und dann werden in der Tower gekommen. Hier drin warte ich jetzt auf die Launi. Oh, Trick. Niam. Wir haben noch einen Flamer auf Carlo und Inter. Im Gegner-Team. Lol, Ultras gebettet. Du kommst nicht davon. Und seine Ulti ist raus. Aber so schön. Ach ja. Bin schon wieder ein Top Tower jetzt gerade. Nein. Da. Ich liebe Blitzcrank. Ich glaube, ich werde mal gucken, ob wir die den Dings haben. Und Blue. Durch die Mana. Nee, leider kein. Ah, hier mal. GG. Hey, GG. Nice. Oh, jetzt noch eins. Rein in. Ich kann es jetzt schon vorkommen sehen. Ich sehe es auch schon vor mir.